Okay. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Professor Hadek, sehr geehrter Herr Dr. Funk. Es ist mir eine große Freude, Sie alle heute Abend zur Erich-Fromm-Vorlesung begrüßen zu dürfen. Persönlich begrüßen möchte ich die Vorsitzende des Stiftungsrates und Gründerin der IPU, Frau Professor Rode Daxer, sowie den Vorstandsvorsitzenden der Karl-Schlecht-Stiftung, Herrn Dr. Schlecht, und den Vorstand der Karl-Schlecht-Stiftung, Frau Dr. Katrin Schlecht, denen die IPU die Einrichtung des Erich-Fromm-Study-Centers verdankt. Wir freuen uns sehr, dass Sie Ihre Teilnahme heute Abend möglich machen konnten. Des Weiteren begrüßen möchte ich die beiden Beiräte des Erich-Fromm-Study-Center, Herrn Professor Theising und Herrn Professor Langer, sowie die Vizepräsidentin der IPU, Frau Professor Stürmer. Und last but not least, den Leiter des Erich-Fromm-Study-Center, Herr Professor Kühn. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Wie gerne würde ich sagen, hier an der IPU, aber nun doch zumindest an der virtuellen IPU. Wie Sie sehen, trotzen wir dem Coronavirus und halten an den so kostbar gewordenen, Tradition der Erich-Fromm-Vorlesung fest. In den vergangenen Monaten haben wir lernen müssen, unsere Zusammenkünfte digital zu organisieren. Ja, wir begegnen einander virtuell, teilen aber doch eine gemeinsame Welt, eine Welt des Denkens, der Neugierde, der Leidenschaft nach Erkenntnis und dem Vertrauen in die Wirksamkeit wissenschaftlicher Erkenntnis. Gerade in diesen Zeiten erweist sich die Wissenschaft als Garant für Vernunft und Wahrhaftigkeit. Ja, gerade in diesen Zeiten der Verunsicherung, der gesellschaftlichen Umbrüche und der sozialen Umgestaltung, in denen es gilt, Unverstandenes oder noch nicht Verstandenes zu erkunden und zu erschließen, zeigt sich einmal mehr die Bedeutung und die Unverzichtbarkeit der Psychoanalyse, die sich als wichtige Stimme in das Konzert der Humanwissenschaften einbringt. Und sich Gehör verschaffen muss. Erich Fromm gehört zweifellos zu jenen, die das sehr früh erkannt haben und einer sozialpsychologischen, gesellschafts- und kulturkritisch verfassten Psychoanalyse ganz maßgeblich den Weg geebnet haben. Zu Ehren, zum Gedenken und im Geist Erich Fromms wird Herr Professor Jürgen Hadek, den ich an dieser Stelle nochmals ganz herzlich begrüße, die diesjährige Vorlesung halten. Doch nicht nur Erich Fromm gilt es heute Abend zu ehren, sondern auch den Mann, der Erich Fromms Werk seit Jahrzehnten dem zeitgenössischen psychoanalytischen Diskurs offen hält und damit dessen Historisierung mit Werf, Hingabe und einer beeindruckenden Unermüdlichkeit entgegenwirkt. Zu ehren also gilt es niemand Geringerem als Herrn Dr. Rainer Funk, dem ich in wenigen Minuten die Ehrenmedaille der Internationalen Psychoanalytischen Universität überreichen darf. Doch zuvor möchte ich dem Erich-Fromm-Stiftungsprofessor und dem Co-Leiter des Erich-Fromm-Study-Center, Herrn Professor Kühn, das Wort übergeben. Bitte, Herr Kühn. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Gast. Auch in meinem Namen begrüße ich Sie alle ganz herzlich zu unserer heutigen Erich-Fromm-Vorlesung und dem besonderen Anlass der Verleihung der Ehrenmedaille von Rainer Funk. Ich möchte ein paar Worte zu dieser Veranstaltung sagen und das auch nutzen, ein paar persönliche Worte auch zu dem Erich-Fromm-Study-Center und zu meiner Zusammenarbeit mit Rainer Funk hier im Rahmen des Erich-Fromm-Study-Centers. Einige von Ihnen fragen sich vielleicht, wie es überhaupt dazu kommt, dass wir an einer solchen Universität wie der IPU ein Erich-Fromm-Study-Center haben und was sich darunter verbirgt. Das Ganze wäre ohne Rainer Funk nicht möglich gewesen. Rainer Funk hat in den letzten Lebensjahren von Erich Fromm als sein Assistent gearbeitet und im Nachgang nicht nur, wie es seine übertragene Aufgabe war, den Nachlass verwaltet, sondern entscheidend dazu beigetragen, dass die von Erich Fromm begründete analytische Sozialpsychologie weiterhin von hoher Bedeutung im akademischen Leben ist und hat auch in eigenen Werken daran angeknüpft. Nicht zuletzt dadurch ist es zum Erich Fromm Study Center gekommen. Im Rahmen von so einer Erich Fromm
Vorlesung, denke ich, ist es trotzdem auch noch mal gut herauszustellen und zusammenzufassen, was denn eigentlich der Beitrag von Erich Fromm zur Psychoanalyse ist. Ich will das heute nur ganz kurz machen, weil wir da ja im Rahmen der Vorlesung von Herrn Hardegg sehr viel zu erfahren. Gerade hier aber hat Herr Rainer Funk, dass ich ihn jetzt Erich Fromm kurz genannt habe, passiert mir öfter, das ist, glaube ich, nicht zufällig, hat Rainer Funk wegweisende Beiträge geleistet. Denn wenn es um eine psychoanalytisch ausgerichtete sozialpsychologische Perspektive geht, führt an Erich Fromm kein Weg vorbei. Fromm verdeutlicht, wie sehr die individuelle Entwicklung an gesellschaftliche Verbindungen gebunden ist. Er zeigt auf, dass Individuum und Gesellschaft nicht losgelöst voneinander verstanden werden können und dass menschliches Erleben und Handeln ganz wesentlich von seiner Umgebung geprägt wird. Damit schuf Fromm, wie es Rainer Funk treffend zusammenfasst, den Raum für eine soziale und politische Dimension der Psychoanalyse. Ganz wichtig ist auch, sich bewusst zu machen, dass Fromm keineswegs den psychoanalytischen Pfad verlassen hat, sondern ihn im Gegenteil mitgeebnet und, wie Rainer Funk es ausdrückt, zur Überwindung der sozialen Amnesie der Psychoanalyse entscheidend beigetragen hat. Ich möchte kurz noch ein Zitat von Rainer Funk bringen, in dem er die Konsequenzen des Ansatzes von Erich Fromm für eine psychoanalytisch ausgerichtete Sozialpsychologie folgendermaßen auf den Punkt bringt. Eine Psychoanalyse, die den Einzelnen in seiner primären Sozialität begreift, wird nicht nur danach fragen, was der einzelne Mensch aufgrund seines besonderen Gewordenseins nicht denken und fühlen darf, also verdrängen muss. Sie wird auch danach fragen, was in einer bestimmten Gesellschaft und Kultur nicht gefühlt und gedacht werden darf und deshalb dem sozialen Unbewussten und Verdrängten anheimfällt und zu inneren Konflikten führt. In diesem Sinne war insbesondere die Auseinandersetzung mit dem sogenannten Gesellschaftscharakter und Sozialcharakter von großer Bedeutung, nicht nur für das Werk von Erich Fromm, sondern auch in den anknüpfenden Überlegungen von Rainer Funk. Ich bin sicher, dass wir da heute noch weiter drauf eingehen. Ganz wichtig ist aber, denke ich, Rainer Funk als ein Ermöglicher und Förderer herauszustellen. Und seine Rolle als Ermöglicher und Förderer hat letztendlich auch dazu beigetragen, dass wir hier das Erich Fromm Study Center haben, zu dem ich gleich noch ein paar Worte sage. Kurz, aber wenn es um Rainer Funk geht, es gibt nicht nur das Erich Fromm Study Center, sondern das Werk von Erich Fromm wird an vielerlei Orten und in vielerlei Umgebungen zum Ausgangspunkt für kritische Gesellschaftsanalysen, die Auseinandersetzung mit Utopien und mit unserer Gesellschaft gemacht. Nicht zuletzt das Erich-Fromm-Institut Tübingen, wo die Bibliothek und der Nachlass Erich Fromms jetzt öffentlich für alle zugänglich ist. Dass dies möglich ist, verdanken wir zum einen der akribischen Arbeit und Hingabe von Rainer Funk an das Werk von Erich Fromms, aber auch der Förderung durch Karl Schlecht und die Karl-Schlecht-Stiftung, durch die die Bestände des Erich-Fromm-Archivs gesichert werden können. Die Rolle von Rainer Funk als Förderer und Entwickler hat dazu geführt, dass er nicht nur heute hier an der IPU geehrt wird, sondern er hat schon einige Ehrungen zurecht bekommen. So ist er zum Beispiel auch Ehrenmitglied der Internationalen Erich-Fromm-Gesellschaft, die 1985 gegründet wurde und eine lebendige Auseinandersetzung mit Fromms Gedankengut fördert. Unter anderem bringt diese Gesellschaft das Fromm-Forum heraus, eine Jahresschrift, die jedes Jahr sehr wichtige, relevante Themen zum Ausgangspunkt nimmt, zum Beispiel in den letzten Ausgaben Rechtspopulismus und Demokratie, faszinierende digitale Technik oder wie wollen wir in Zukunft leben. Zu seinem 70. Geburtstag wurde Rainer Funk auch von einer Festschrift geehrt, die durch Herrn Johach und Herrn Bierhoff herausgegeben wurden. Und mit ihm sollte Rainer Funks Wirken und Werk, das über die editorischen Leistungen längst hinausgewachsen ist, gewürdigt werden. In dem Buch geht es zentral unter die Frage, wie unter gesellschaftlichen Bedingungen ein zeitgemäßer Humanismus verstanden und gelebt werden kann und wie diese Bedingungen zu gestalten sind. Denn Rainer Funk ist längst nicht nur Nachlassverwalter von Erich Fromm, sondern hat die psychoanalytische Sozialpsychologie selbst durch zahlreiche Werke geprägt, unter anderem durch das Werk Ich und Wir, Psychoanalyse des postmodernen Menschen oder Der entgrenzte Mensch, warum ein Leben ohne Grenzen nicht frei, sondern abhängig macht, und durch eine viel beachtete Studie zur Charaktermauer, in der er gemeinsam mit der Internationalen Erich-Fromm-Gesellschaft sich mit Lebensläufen und Biografien von ostdeutschen und westdeutschen Lehrern auseinandergesetzt hat. Das sind nur einige Beispiele, die das umfangreiche und komplexe Werken von Rainer Funk verdeutlichen sollen. Und letztendlich stehe ich hier, weil ich gemeinsam mit ihm das Erich Fromm Study Center hier an der IPU leiten darf, was mir eine große Ehre ist.
Und wir führen jedes Jahr eine solche Vorlesung wie die heutige durch, heute zum ersten Mal in diesem virtuellen Kontext. Beim letzten Mal hatten wir hier Hartmut Rosa als Gast mit einer großen Zuhörerschar. Heute haben wir sehr viele virtuelle zugeschaltete Zuschauer. Auch das ist, denke ich, sehr erfreulich. Wir machen aber nicht nur das, sondern wir haben regelmäßig Forschungskonferenzen, in denen wir die Adaption vom Werk Erich Fromms in der Gesellschaft uns anschauen, diskutieren und Beiträge für die Disziplin leisten. Wir haben ein Doktorandenseminar. Wir haben nicht zuletzt einen sehr stark erweiterten digitalen Auftritt, wo wir auch Interviews, Videos von Erich Fromm der Öffentlichkeit zugänglich machen. Dies alles ist möglich auch durch die Förderung der Karl-Schlecht-Stiftung und von Karl Schlecht persönlich, der dem Werk von Erich Fromm ebenfalls sehr zugetan ist. Das Ganze soll veranschaulichen, wie vielfältig und zahlreich die Möglichkeiten sind, die wir hier gemeinsam an der IPU mit dem Erich Fromm Study Center zum Ausdruck bringen können. Dafür möchte ich dir, Rainer, nochmal ganz herzlich danken, dass du den Weg geebnet hast, und freue mich jetzt und werde aufmerksam der Laudatio von unserer Präsidentin, Frau Gast, hören, lauschen, die ihren Medaille verleihen wird. Ja, vielen Dank, Herr Kühn. Ja, sehr geehrter, lieber Herr Dr. Funk. Es ist mir wirklich eine große Ehre und auch eine ganz persönliche Freude, endlich das zu tun, was die IPU schon seit so langer Zeit tun möchte, sich aber, wie wir alle, der Pandemie beugen musste. Nämlich Ihnen, sehr geehrter, lieber Herr Dr. Funk, die Ehrenmedaille der Internationalen Psychoanalytischen Universität zu verleihen. Damit wollen wir Sie für Ihre besonderen Verdienste um die Psychoanalyse und insbesondere um die Verbreitung und Weiterentwicklung der Lehre Erich Fromms auszeichnen und Ihnen für Ihr überragendes Engagement beim Aufbau und in der Leitung des Erich Fromm Study Centers hier an unserer Universität von Herzen danken. Große Dinge, habe ich mir sagen lassen, und hier beweist es sich einmal mehr, beginnen oft durch sehr zufällige Begegnungen. Wie ich hörte, trafen Sie unseren erst kürzlich verstorbenen Kollegen Professor Horst Kechele am Rand einer Tagung in New York. In Mexiko. Okay, sehen Sie, habe ich falsch gehört, aber New York, Mexiko, jedenfalls, Sie begegneten einander irgendwo in der großen, weiten Welt und Sie kamen ins Gespräch miteinander. Und als langjähriger Assistent Erich Fromms und dessen Nachlassverwalter hatten Sie zu dem Zeitpunkt bereits mit Hilfe der Karl-Schlecht-Stiftung, die Erich-Fromm-Stiftung und das Erich-Fromm-Forschungsinstitut in Tübingen gegründet, das dem Ihnen von Erich Fromm überantworteten Nachlass nicht nur eine feste Heimstatt geben, sondern ihn auch für die Forschungswelt öffnen konnte. Bereits hier, zu diesem Zeitpunkt, haben Sie bereits Großes geleistet. Über Professor Kechele nun kamen Sie in Kontakt mit uns, mit der IPU, der ersten und im Grunde einzigen psychoanalytischen Universität. Hier etablierten Sie, und ich muss sagen, als Spiritus Rector natürlich und erneut mit der großzügigen Unterstützung der Karl-Schlecht-Stiftung, das Erich Fromm Study Center, das Sie gemeinsam mit Herrn Kühn seither leiten. Ja. Von diesem Erich Fromm Study Center nun gehen seither nicht nur durch Ihr großes Engagement, sondern auch durch Ihre immense Reputation in der dem Werk Erich Fromms gewidmeten Forschungswelt wichtige und nachhaltige Impulse aus. Nicht nur in die internationale Scientific Community hinein, sondern auch ins Innere der IPU. Sie haben Generationen von Studierenden seither wichtige Einsichten aus der Welt Erich Fromms mit auf den Weg gegeben und ihnen gezeigt, dass das eben keine alte Theorie ist, sondern eine hochaktuelle, eine, die wir benötigen, um unsere gegenwärtige Lebenswelt zu verstehen. Sehr geehrter, lieber Herr Dr. Funk, ich darf Ihnen also im Namen der aller Mitglieder der Internationalen Psychoanalytischen Universität die Ehrenmedaille für Ihr Lebenswerk überreichen und Ihnen für alles, was Sie für unsere Universität getan haben, von Herzen danken. Ganz herzlichen Dank. So, und das ist die Medaille. Bitte sehr. Die halten wir nachher mal in die Kamera noch etwas. In die Kamera, genau. Ja. Und dann gibt es hier noch eine Urkunde dazu. Sehr schön. Damit das auch klar ist, es ist Ihre Medaille. Ja. Herzlichen Dank, das ist ganz großartig. Also normalerweise
müsste ich die Hand schütteln, aber das ist nicht das möglich. Das werden wir jetzt in Corona-Zeiten nicht tun. Ganz herzlichen Dank und, dafür. Ich weiß nun, dass Frau Professor Rode-Daxer auch noch das Wort an Sie richten möchte. Vielleicht könnten Sie, Frau Professor Rode-Daxer, großzoomen, ja, schalten, und Sie haben sich eingeschaltet. Dann übergebe ich Ihnen das Wort, Frau, ja, Rode-Daxer. Lieber Herr Funk, ich komme nun ganz von außerhalb zu Ihnen, aber ich möchte mich ganz herzlich der Gratulation von Frau Gast anschließen und Ihnen auch von meiner Seite aus ganz herzlich zu dieser Ehrung gratulieren. Ihnen ist es ganz wesentlich zu verdanken, dass Erich Fromm, dem die Psychoanalyse maßgebliche Einsichten nicht nur in die persönlichen, sondern auch in die kulturellen Wurzeln der menschlichen Entwicklung verdammt, lange bevor Judith Butler und andere das in die Welt posaunt haben, in der psychoanalytischen Diskussion bis heute lebendig geblieben ist und an der IPU im Rahmen des Erich Freud Center einen Ort gefunden hat, an dem wir seine maßgeblichen Einsichten auf die heutige Zeit übertragen können, in der sie aktueller sind denn je. Ich denke dabei vor allem heute nochmal, als ich kurz über seine Werke schaute, an seine Beschreibung von Haben oder Sein im Kontext der Klimakrise und natürlich auch der Corona-Krise wieder eine ganz neue Aktualität gewonnen hat. Und es sind Sie, lieber Herr Funk, die in der Art, wie Sie jetzt seit vielen Jahren Fromms Lehren nicht nur, aber vor allem hier an der IPU auch unter den Studierenden verbreiten, der daran einen ganz maßgeblichen Anteil hat. Von daher freut es mich ganz besonders, dass die IPU Ihnen heute für diese schöpferische Vertretung des wissenschaftlichen Erbes Erich Fromms diese Medaille Ihren Dank ausdrücken kann für das, was Sie auf diese Weise weiter für Erich Fromm und auch was Sie damit für die IPU getan haben und weiter tun werden. Mein ganz herzlicher Dank geht darüber hinaus natürlich auch der Karl-Schlecht-Stiftung und insbesondere, weil Sie, soweit ich sehe, heute persönlich anwesend sind, auch Herrn Dr. Schlecht, die mit ihrer finanziellen Unterstützung dies alles ermöglicht hat. Lieber Herr Funk, machen Sie weiter so und alles Gute für das, was Sie noch vor sich haben. Dankeschön noch einmal für alles, was Sie für die IPU und für uns getan haben. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Rode-Daxer, und vor allem ganz herzlichen Dank auch an Sie, Frau Gast, für die anerkennenden und ehrenden Worte. Ich möchte also dafür sehr herzlich danken und möchte einfach ein paar Gedanken noch hinzufügen. Sicher habe ich manches dazu beigetragen, dass 2016 schließlich das Erich Fromm Study Center an der IPU eröffnet wurde. Ich hätte es aber nicht tun können, wenn es nicht ganz wichtige Wegbegleiter dafür gegeben hätte. Frau Gast hat schon erwähnt den früh verstorbenen Horst Kechele. Er brachte, 2012 war das, in Mexiko bei einem Glas Bier anlässlich eines psychoanalytischen Kongresses dort, die Idee auf, die Erich-Fromm-Professur doch einfach an die IPU zu holen. Der andere Wegbereiter war der Unternehmer Karl Schlecht, der, fasziniert von dem Buch »Die Kunst des Liebens«, das psychoanalytische Denken von Fromm in der Gegenwart und für die Zukunft lebendig halten wollte und will. Und deshalb die finanziellen Voraussetzungen schuf, dass 2016 Professor Thomas Kühn diese Professur übernahm. Und dass das sozialpsychologische Denken von Erich Fromm in Lehre und Forschung der IPU einen festen Platz hat. Für mich persönlich waren seit 2013 ganz wichtige Wegbegleiter
der damalige Präsident Martin Teysing und Sie, Frau Gast, damals als Vizepräsidentin. Wichtig deshalb, weil Sie ein Entgegenkommen und eine Offenheit zeigten für eine Psychoanalyse, die den Menschen schon immer als vergesellschaftetes Wesen begreift. Deren Hauptanliegen ist es, die inneren psychischen Strukturbildungen als Ergebnisse der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Lebenspraxis und des darin realisierten Bindungs- und Beziehungsgeschehens zu begreifen. Dass dieses Anliegen ganz nahe bei der Kulturpsychoanalyse von Professor Rode Daxer ist, die mit ihrem persönlichen Engagement die IPU überhaupt erst möglich gemacht hat, sei hier mit großem Dank ausdrücklich erwähnt. Der, wie ich gerne sage, sozial-psychoanalytische Ansatz Erich Fromms überwindet tatsächlich die soziale Amnesie, die einer nur auf das Individuum und auf das Intersubjektive konzentrierten Psychoanalyse gerne zur Last gelegt wird. Die Idee, dass sich die einer Gruppe gemeinsamen wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Lebenspraxis in bestimmten psychischen Strebungen dieser vielen einzelnen Menschen manifestiert und sie ähnlich denken, fühlen und handeln lässt, diese Idee hatte Fromm bereits vor 90 Jahren in seiner Schrift Die Entwicklung des Christusdogmas vorgestellt. Er wandte sich damals gegen seinen Kollegen am Berliner Institut, Theodor Reich, der in Dogma und Zwangsidee gesellschaftliche und kulturelle Phänomene in Analogie zu neurotischen Phänomenen beim Einzelnen begriff. Die Frage ist bis heute für die analytische Sozialpsychologie virulent. Haben wir es zum Beispiel beim derzeitigen Selbstoptimierungswahn mit einem neurotischen Phänomen der vielen zu tun, also sozusagen mit einer Gesellschaftsneurose, oder mit einem, wie Fromm das nennt, einem gesellschaftlich erzeugten psychischen Defekt, der in der Regel so lange nicht symptomatisch wird, solange er als gesellschaftlich erstrebenswert und normal gilt und von den Betroffenen auch realisiert werden kann. Mit dem Konzept des Sozialcharakters konnte Fromm jene Dimension der psychischen Strukturbildungen benennen und erforschbar machen, die für kulturelle und gesellschaftliche Phänomene und Eigenschaften beim Einzelnen und bei den vielen Einzelnen verantwortlich ist. Dies ist in wenigen Sätzen gefasst der noch heute relevante Beitrag Erich Fromms zur Psychoanalyse als einer Sozialpsychoanalyse. Es berührt mich schon sehr, dass Sie mir diese Ehrung zuteil werden lassen für meinen Beitrag zur Psychoanalyse. Tatsächlich besteht mein Beitrag, abgesehen von der Beschreibung des selbstbestimmten, ich-orientierten Gesellschaftscharakters, im Wesentlichen darin, auf den weitgehend vergessenen Beitrag Erich Fromms in der Psychoanalyse der Gegenwart hinzuweisen. Dass dies hier an der Internationalen Psychoanalysen-Universität möglich ist und so viel Unterstützung findet, in der Tat, das ehrt mich und darüber bin ich vor allem dankbar.